Lass mich noch ein paar Sätze sagen zu der Entstehung von dem Dorfplatz. Das gehört nämlich, denke ich, dazu. Wir haben also im Frühjahr oder im Winter letzten Jahres mit den Planungen angefangen. Ich hatte dazu ins Bürgerhaus eingeladen zur Ideensammlung. Es waren 18 Personen damals da. Und die Ideen waren, also das, wir haben das also relativ schnell aufs Papier gebracht. Und so wie es eigentlich geplant war, ist es auch in den Grundzügen umgesetzt worden. Was uns so ein bisschen gefehlt hat, war so ein kleiner Blickfang. Da gab es auch Ideen, aber die waren in der Form nicht umsetzbar, was die Sicherheit anbetrifft. Insofern, wenn einer noch eine gute Idee hat, kann er die gerne mir sagen oder im Gemeinderat sagen, dann versuchen wir die umzusetzen. Zu den Kosten vielleicht noch einen Satz. Der Platz hat gekostet 3.100 D-Mark. Euro, Entschuldigung. Ich bin noch bei der Mark, weil ich das am Theater noch sagen muss. Also 3.100 Euro hat der Platz gekostet. Und wenn man das mal sieht, was hier gemacht worden ist, ist das ein recht geringer Betrag. Insofern ist klar, dass der Platz hier mit einer relativ hohen Eigenleistung gemacht worden ist. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen nochmal bedanken, die bei der Planung und der Umsetzung dieses Dorfplatzes mitgewirkt haben. Vielleicht zu dem Dorfplatz als solches nochmal was. Der Dorfplatz soll nicht ein Grundstück sein, was die Gemeinde irgendwie zu pflegen hat und im Rasenmäher drüber fahren. Es soll eigentlich eine Begegnungsstätte sein für Jung und Alt. Und ich sage mal sozusagen ein Plätzchen zum Maien. Das wünsche ich mir eigentlich für die Zukunft, dass er so genutzt wird. Ansonsten möchte ich jetzt obligatorisch mit einem Fassanstich den Dorfplatz seiner Bestimmung übergeben und lade euch alle recht herzlich zum Umdruck ein. Dankeschön. So, jetzt schauen wir mal runter. Charlie, geh mal rüber ein bisschen, noch rechts. Noch rechts. Oder die Fahne. Alle rechts, Charlie. Okay, die anderen rechts. Kevin, hast du auch? So. Prost, stoppen. Ich glaube, Simon und heute haben wir hier mal rein. Geht keiner, Helmer. Jetzt mit der Gummieren. Wo schaden wir sind, die müssen noch was zahlen. So, lasst euch weg! Oh je, der muss direkt oben. Ja,